Und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession zu Factorio. Hallo, Divica. Hallo, miteinander. Man kommt immer sich blöde vor, wenn man mit einem anderen im TS hockt, wenn man so eine Ansage macht. Egal, passt schon. Wir wollten unsere Verteidigung hier ausbauen. Das mache ich mal eben. Und stelle fest, wir brauchen mehr Geschütztürme. Wir brauchen aber das. Und ich gehe mal ein bisschen der Uran-Sache auf den Grund. Schelm, wer jetzt Böses denkt. Ich meine, haben wir das schon gebaut, das erforscht, dass wir den abbauen? Der Abbau können wir schon, den kann ich immer. Achso. Der Abbau selber kann ich immer, du brauchst halt diese Schwefelsäure. Die Frage ist, können wir schon verarbeiten? Ne, Verarbeitungssachen müssen wir erst erforschen und das ist teuer. So, das war da, das war das. Könnte man das vielleicht da reinbauen? Irgendwann sind er. Darfst du mal einen Tag deinen Rechner laufen lassen bei Arbeit und dann dürfen die Drohne hier alles auseinanderreißen, wenn wir die neue Basis sind. Da schäme ich mich ja schon fast für so Kuddelmuddel wie hier Bau. Naja, fast wäre es wieder zum Running Gag kommen. Also im Augenblick haben wir Säure. Das ist zwar nicht extrem viel, aber es geht. Ja, wir brauchen die halt viel. Ich glaube, letztes Mal hatte ich auch mehr auf die Produktion von dem Zeug gegeben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn ein Uranfeld abgeändert ist, die Säure mit einem Tankzug abrollen von Hand und wieder ins System einspeisen, weil da bleibt immer ein Haufen übrig in die Tanks. Okay. Das reicht ja, einen Tank da hinzustellen, oder? Ja, aber trotzdem. Das ist immer schade, weil was passt so ein Tank auch ein Haufen? Ja, ja, also wir wollen ja nichts verschwenden. Und das macht selbst vor allen Dingen, weil unsere Schwefelsäure ist zwar am Steigen, aber wenn wir regelmäßig so ein Zeug rauspumpen, damit wir irgendwo was abbauen können, wird das wahrscheinlich schnell verschwinden, das Zeug. Ja, das Schlimme ist halt, bis der erste Zucker mal mit Schwefelsäure weg ist. Ja. Weil ansonsten müssten wir eventuell eine Anlage bauen, die halt... Warum krieg ich keine Geschütztürme? Doch, wir haben Geschütztürme, okay. Trotzdem mal irgendwas nachgucken. Ach, ist das doch schön, wenn du im Hintergrund was hochlädst, Grins. Hast du davon Lag? Ah, ich setze alles gerade doppelt. Was? Ja, also ich hab dir kein LSD verkauft, ja? So komme ich mir aber gerade irgendwie vor, so nach der Beschreibung. Ach, ist doch jetzt schlimm. Du weißt doch, ich bin zehnterer Hinsicht. Mit meiner Internetleitung ist mir so manches gewohnt. Hm, dachte ich nicht. Wir haben ja noch eine Menge Eisen in einer Kiste drin. Wir müssen dann auch mal Kisten bauen. Apropos Eisen. Mhm. Hast du die Factorio-Freitag gesehen? Mit deinen neuen Logistik-System? Nee, die Freitag-Freitag habe ich mir noch nicht angeguckt diese Woche. Also wenn mein Englisch ausgereicht hat, gibt es eine neue Logistik-Kiste, wo endlich das macht, was mir eigentlich die ganze Zeit uns denkt. Was denn? Eine Zwischenkiste zwischen Lager und Aufteilen. Also kannst du quasi auch, so wie ich das verstanden habe, zum Beispiel Reparatursaal, da schneller geht, irgendwo eine hinschicken. Und die wird noch quasi befüllt und wird bevorzugt von den Drohnen angeflogen. Ah. Als Prioritäten setzen. So in die Richtung. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, weil das ist ja das, was dich oft... Oder was die Sache schneller machen wird. Wenn du einfach sagen kannst, ihr sollt es von da nehmen und ihr braucht es von da. Ich habe jetzt mal eine Kiste eingerichtet, die Eisen anfordert, also ein Roheisen.
Dass wenn wir irgendwann mal versehen, was aufnehmen, dass das dann gleich ins System gespeist wird. Jo, passt. Alter, das mit den Zügen ist hier echt gefährlich geworden. Ja, ja, ich weiß, ich halte alles ein bisschen auf engem Platz. Aber ich gelobe Besserung im nächsten Leben. So, fass mal respawn. Ich habe jetzt die Kiste, die die in unserem Spawnpunkt sitzt, jetzt mal als eine Anforderungskiste gemacht, die Pistolen anfordert. Damit sind wir die Dinger gleich am Anfang los, wenn wir respawnen. Alles andere müssen wir manuell hinschleppen. Jo. Oh, da oben fressen sie schon wieder Mauerwerk. Nein, Drohnen. Wenn ich jetzt mit Mora mit dieser Abholung soweit fertig bin, dann werde ich mal, ich glaube, wir machen unter rechts, oder wo soll man denn anfangen, um eine neue Schmelzanlage zu bauen. Eigentlich, na, ich sag ja, wir können uns jetzt echt langsam drehen, wenden, wie wir wollen. Ich weiß echt, jetzt lassen wir uns die Basis einfach so, wie sie jetzt ist im Großen und Ganzen. Mhm. Und gucken jetzt erstmal, dass wir uns Waffe und das Zeug hochkriegen. Müssen wir mal gucken. Ja, mein Gedanke dahinter ist halt die ganze Zeit, wir haben hier jetzt eigentlich irgendwie einen Flickerteppich noch. So, wo ist mein grünes Kabel? Und die Kohle ist Marius. Ich stehe gerade gefährlich auf den Gleisen. Ja, das kann ich. Das ist auch noch so ein Bug, wo sie manchmal beheben sollen. Dass du, wenn du ein Kabel falsch setzt und das wieder wegmachen willst, wie sagt man, dass es wegploppt. Quasi verloren ist. Okay. Oder es ist beabsichtigt. So, Dolle. Setzen wir den ersten Zug mit Uran. Die Gleise. Auch dass wir sie alle verstrahlen. Lol, bin ich blöd. Keine Widersprüche. Nee, also da schau kein Widerspruch war. Das war jetzt ja gerade eben fast peinlich. Haben mich doch einfach mal um ein komplettes Ding verbaut. Um eine komplette Waggonlänge. Ich dachte mir gerade, das passt irgendwie zu gut. So, die Geschütztürme hier oben sind jetzt versorgt. Wie sieht es eigentlich allgemein mit der Versorgung aus von unserem Zeug? Bleibt jetzt ein bisschen Munition übrig, oder? Natürlich haben wir Munition übrig. So, Munition wird ja auch wieder in den Kreis geleitet. Wir
müssen wir nur die Flammenwerfer-Türme hier anschließen, aber dann haben wir alles. Mhm. Wo sind meine restlichen Flammenwerfer? Ich habe keine Flammenwerfer-Türme mehr. Das ist natürlich schlau. So, dann gucken wir mal. Oh ja, hier kommt eine Menge Munition durch. So schön. Also haben wir jetzt im Augenblick keine Munitionsprobleme, das ist gut. Die Flammenwerfertürme machen ja ihren Rest dazu. Oh, habe ich jetzt meine Flammenwerfer gekriegt? So, das erste Mal müssen wir immer die Flüssigkeitsdinger von Hand anfahren. Das ist ja eigentlich egal. Ja, so ein Waggon hat 20, 25, 75 K Schwefelsäure drin, wenn ich es gerade richtig sehe. Sollte ja für einiges reichen. Ja, das reicht massig, sage ich. Normalerweise hätte auch in Zug räuchen. Wahrscheinlich mit Waggons. Aber ich habe es halt in der Rotation, dass ich nicht drauf aufpassen muss. Einmal eingeschaltet. Oh, da kommt schon die nächste Welle direkt, um die Flammenwerfer zu fressen. Mögen gekochte Bugs. Jo. Und die ist jetzt definitiv gekocht. So, die Verteilung hier oben steht dann schon mal. Und es ist alles drohnenversorgt, das heißt, da muss man sich auch keine Sorgen mehr machen. So, und das erste Uranerz, wenn du kommen willst, fließt hier gerade über die Fließbänder. Nice. Uran. Wir hatten aber noch keine Zentrifugen, richtig? Nein. Wie gesagt, die Forschung für all das haben wir noch nicht durch. Nee, ich frage ja nicht. Im Augenblick sind wir mit der Kohleverflüssigung im Gang. Das heißt, dass wir Öl daraus gewinnen. Okay. Ich juckt halt hinterm Headset. Das finde ich nicht schön. Hm. Naja, das läuft auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt eigentlich von allem genug, so wie ich sehe. Momentan an Material. Jetzt weiß ich, was ich brauche. Wir brauchen eine Kiste, die Kupfer rausschmeißt. Rohkupfer oder was mit Kupfer willst? Mhm. Mach ich dir. So, dass es sich quasi gleich einsortiert. Weil hier oben sortiert er nämlich Kupfer aus, aber die Kiste ist bald voll. Ich glaube, ja, ich weiß, wo ich es dann packe. Ah, schon plötzlich. Ja.
Normalerweise wird sämtlicher Kopf da hinboxiert. So, wo können wir noch expandieren? Unsere Anlage ist jetzt auch schön drohnig ausgeweitet. Außer rechts unten. Da geht noch so einiges, denke ich. Wenn man jetzt genug Munition hättet, dann wäre halt die Frage, ob man uns langsam nach links schiebt. Also ich glaube, dass da uns nicht Munition dafür reicht, um das noch gleich voll zu schützen. Den Fehler haben wir ja schon mal gehabt. Weil mein Gedanke wäre jetzt, ich nehme Geschütztürme und Lasertürme. Heute drüber, guck mal, da knappern sie. Wir tun unter links weiterbauen bis rüber. Das aber nur immer schmale Streifen. Dass wir da einfach zuhören. Und dann uns nach oben das gleiche und die in der Mitte noch ausradieren. Also meinst du wieder Straßen bauen? Ja, aber nicht direkt Straßen, sondern wirklich nur ein paar Mauern, ein paar Geschütztürme, so dass es halt haltet. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert bei der Stärke von den Beißern. Oder ob sie uns noch beißert. Ah, hier ist das Uran. Okay, die Dinger sehen jetzt nicht anders aus als vorher, außer dass wir halt oben diese zusätzlichen Tankdinger drauf haben. Genau. Und sie sind so jury-rigged aus. Und sie sind untereinander verbunden, wenn sie nebeneinander sind. Da ja, das sehe ich gerade. Der eine hat nur einer hat einen Tankanschluss, aber alle sind versorgt. Jo. Ja, du brauchst halt fast nichts, das ist so ein Witz. Wie geht's an unsere Stromversorgung? Ah, das geht noch. Warum sieht es gut aus? Also ich habe jetzt morgen, ich habe den Bräuner Laserturm. Wenn wir uns da über, wenn wir dieses ganze Eck wirklich geklärt kriegen, die nächste Zeit. Ah, da oben werden einmal Eisen, da werden einmal Kupfer. Und vor allem, ihr könntet nachher da richtig schöne mit einer einadrigen, beziehungsweise zwei, dreiadrigen Versorgung aufbauen. Dass man immer diese, was man jetzt wieder hat, dass irgendwo wieder das Material ausgeht. Wenn man sich irgendwo wegbedient, huscht. Haben wir eigentlich noch eine Möglichkeit, Dampf zu erzeugen, ohne dass wir dafür Sachen verbrauchen? Kohle, meinst du? Mhm. Theoretisch, aber das habe ich jetzt noch nie ausprobiert mit dem Atomkraftwerk. Erzeugt ja auch Dampf. Ich denke mal, dass es die Kohleverflüssigung auch fressen wird. Ich denke, dass es zweierlei Dampfsorte gibt. Es muss ja eine Dampfsorte sein. Ich meine, es gibt Dampfturbinen. Weil wir haben ja die Kohleverflüssigung, die braucht Dampf. Ja, genau. Aber das ist gar kein Problem. Weil wir bauen quasi eine Strecke auf. Einen Rundlauf mit einem Kohleband. Mhm. Da setzen wir die ganze Wolke an und dann als erster Ding setzen wir einfach zwei, drei Dampfgeneratoren hin. Da versorgt sich sehr selber. Na, selbst Kraft, selbst Energie generierend. Nee, aber mit dem Dampf. Die Kohle brauchen wir eh zur Kohleverflüssigung. Ja, aber eigentlich könnte man das Ding so machen, dass es sich selbst mit Energie versorgt, weil der Dampf kann ja auch noch durch Feuer durch eine Dampfturbine gelagert werden. Nein, der braucht, wenn ich mich richtig entsinne, einen bestimmten Druck. Lass mal gucken. Experimentieren wir mal auf jeden Fall. Auf die Weise wäre das Ding wenigstens größtenteils unabhängig vom Rest. Das ist egal. Ich brauche nur Schweröl. Ja, das braucht es nur einmal. Da reicht es, wenn wir ein paar Fässer reinschmeißen. Da
Da brauchen wir also keine Leitung dafür. Nee, es produziert ja auch noch Schweröl. Ja, es produziert mehr Schweröl, aber wie es eigentlich ausgibt. Ja. Du brauchst quasi nur zum Start einmal Schweröl. Ich produziere mal ein paar Fässer Schweröl. So 100 Stück. Das wird sowieso erstmal in den Zyklus reingeschmissen. Weil Schweröl können wir gut gebrauchen, weil es geht nämlich langsam auch alles ab, das Zeug, was wir produzieren. Okay. Dabei wandle ich das gar nicht großartig in irgendwas um. Das geht halt entweder in den Flammenwerferturm oder in die Produktion für das Schmiermittel.